Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator 22, die zwei vom Bau zusammen mit Intoxic zockt. Servus miteinander. Also nein, das ist keine Druckbetankung bei mir, das ist einfach... Ja, Nudeln reinschaufeln geht eigentlich immer. Ich weiß nicht, Leute, wir unterhalten uns gerade, wie er gegessen hat, weißt du? Ich genieße sowas, damit ich dann von einer Currywurst auch was schmecke, ja? Und der braucht die nicht mal in Scheiben schneiden, der stopft die direkt in die Speiseröhre. Ja, genau. Komplette Wurst, nein, nein, den Rachen und runterschlucken. Aber ich meine, ich möchte ja was schmecken vom Essen. Essen sonst, schmecken ist... Ganz ehrlich, sonst kann ich mir auch sowas wie Y-Food holen. Da brauche ich nur reinschütten, das ist flüssig. Da passiert, ne? Ja, aber das macht ja nicht satt. Ja, doch, schon. Nee. Sie behaupten es zwar immer, aber... Also für mich... Langt... Er muss ein paar Pötte mehr trinken. Ja, genau. Aber sie sagen ja immer, ein Pott, eine Mahlzeit. Also weiß ja nicht. Ich würde das ja gerne mal ausprobieren, aber mir ist das ehrlich gesagt zu teuer. Ja, kann ich nachvollziehen. Weil wie gesagt, sie sagen ja immer, ein Pott, eine Mahlzeit. Aber ich müsste mir dann, glaube ich, so 4 oder 5 Pötte neu schütten. Und ja, weiß nicht. Ach, das ganze Künstliche. Ganz ehrlich, dann... Lieber eine schöne Bratwurst, vielleicht noch ein bisschen schwarz gebraten, so wie sich das gehört. Ja, oder so eine richtig schöne Currywurst rausfrittieren und Portion Pommes dazu. Jetzt bin ich extra dann aufgelaufen, um auszupacken, ne? Und? Ja, da sagt er, du versorgst mich. Ich hole mal Deckenelemente aus dem Warenlager, ja, 4 Stück, ne? Ja. 1, 2, 3, 4. Warenausgabe zur Baustelle liefern. So. Ja, wo hat er denn den Telelader? Wie war das? Die Dinger kriegst du nicht mit dem Telelader? Doch, das geht. Ist doch auch Schwachsinn. Habe ich gestern doch auch gemacht. Als wenn diese Dinger gerade weniger wiegen, du. Ganz ehrlich. Naja. Nee. Ich habe gestern Abend noch einen Anruf von meinem Arzt bekommen. Der hat gesagt, hör mal, Junge. Nicht hör mal, hör mal, Junge, was hast du gemacht? Sag ich, warum? Was denn? Ja, hör mal, dein Herzschrittmacher, der lief aber hier mit Tempo 500, du. Das ist ein bisschen, ne? Ja, ist bedenklich, ne? Ist ein bisschen schnell, ne? Oh. Ist so, als wenn du auf der Autobahn 600 fährst, ein bisschen Fälle. Ja, das, so ist es. So, bin ich ja mal gespannt. Leute, wir haben Aufzeichnungstag, 4.7. bis zum 14. Ich glaube, am 14. ist das Endspiel, ne? Bis zum 14. Ja. Bis zum 14. muss das hier alles fertig sein. Und wir arbeiten. Inklusive heiliger Rasen und hast du nicht gesehen. Genau, und wir machen hier das ganze Spielchen mit... Natürlich hohem Arbeitsaufwand. Sonst macht es ja keinen Spaß. So, und damit sind dann auch schon wieder die Deckenplatten an der Reihe. Ja, ich weiß nicht, ob dein Kran da hinten eventuell im Wege steht. Den dürfte eigentlich nicht. 30 Platten, ich glaub das nicht, ey. Ah, 30 Platten, geil. Hat man schon lange nicht mehr, ne? Ne, ich glaub gestern oder so. Ja. Naja, kriegen wir auch noch. Irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor. Ich habe gerade ein Déjà-vu, als hätte ich diese Arbeit schon mal gemacht, vor nicht allzu langer Zeit. Genau. Genauso kommt mir das gerade auch vor.
So. Oh. Ach, jetzt habe ich aus der wandten Ecke rausgekloppt. Egal, der Putzer macht das schon. Egal, Stuckateur macht dann. Platten. Aber hier kriegst du eigentlich erstmal so wirklich mit, wie groß so ein Stadion ist, ne? Ja, wobei der Architekt ja eh nicht zählen kann, ne? Weil wir haben drei Stadienteile fertig und er redet von zwei. Naja, der hat die Tribünen als einen Teil gesehen. Also von der Seite her wird's dann passen. Oh. So, wenn ich den Plattenstapel hier fertig habe, mache ich Feierabend. Was? Also zumindest mal eine Stunde die Beine hochlegen, bis du den Rest fertig gemacht hast. Ja, Ja, komm. ja. Kann ich auch mal machen, nicht? Nein, ist untersagt. Sagt wer? Ich. Ha, hast du auch schon was zu sagen? Na, ich versuch's zumindest jeden Tag aufs Neue. Oh, es sind nur noch 20 Platten. Ja. Easy. Bin ja mal gespannt, wann es den nächsten Bausimulator gibt. Ja, aktuell ist ja noch nichts großartig angekündigt, ne? Nee, aber so mit DLC und so weiter ist ja trotz Seasons Pass auch nicht viel los im Moment, ne? Nee, nicht wirklich. Also da ist in diesem Ziemlich Moment im Jahr nicht viel. ruhig. Man, die müssen auch sehen, dass wir immer was zu arbeiten brauchen hier. Ja, wir wollen beschäftigt werden, ne? Wie so Ja, kleine Kinder. genau. So, von der Seite sind alle Platten weg. Dann gehe ich gleich da hinten an die Seite. Kommt man sich nicht in die Quere. Hoffentlich. Ja, dann könnt ihr bald alle Futsball gucken. Ja. Wie ist denn dein Tipp für morgen? Naja, ich weiß nicht mal, wer spielt. Wie soll ich da einen Tipp abgeben? Deutschland gegen Spanien. Ach so. Oh, keine Ahnung, 2:1 für Spanien. Könnte realistisch werden. Das habe ich damals bei Italien auch gesagt. Bei dem Endspiel. 2:1 für Italien. Da wo unsere Gäste sagt, kannst du nicht machen. Sag ich, doch, kann ich. Ja, Und ich natürlich kann hatte man das nicht. recht.
Weil sowas in der Art, hätte ich jetzt auch fast gesagt, 2-1. Ich weiß nicht, ich werde es mir nicht angucken. Und wenn die Deutschen Tor geschossen haben, höre ich das hier. Ja, und wenn sie draußen sind, dann hörst du es auch, weil dann hörst du nämlich nichts mehr. Dann gibt es hier nämlich... Dann gibt es hier... Wenn natürlich, ich sag mal so, wenn natürlich eine Blamage, ne, im eigenen Land und dann verlieren. Ja. Ah, ist das... Ich schau dir die WM an, wo wir aus in der Gruppenphase rausgeflogen sind oder die davor vermasselte EM. Also. Ja, vor allem dann immer, die weißt du, von der Mannschaft dann dieses hochnäsige Getue dann auch noch. Aber das ist, haben sich vielleicht von unseren Politikern abgeguckt, die können dann auch. Ja. Das ist so, naja. Deswegen, mich stört das nicht, ob die gewinnen oder verlieren, das ist mir völlig Banane. Ja. Meines ist ja sowieso auch, ne, immer so, wie sagt man so schön, diese Doppelmoral, ne? Wenn Deutschland oder die deutsche Mannschaft gewinnen sollte, dann haben wir natürlich gewonnen. Ja, ja, und natürlich. Und wenn sie verlieren, Mann, was haben die Scheiße gespielt? Ja, genau. Dabei gab es doch Millionen von Schiedsrichtern vor den Bildschirmen. Leute, die mehr Ahnung hatten als die Profis. Als der Schiri vor Ort, ne? Ja. Und der Trainer erst einmal. Es gibt ja dann Millionen von Bundestrainern. Oh ja, du. Jeder ist natürlich besser als der Nagelsmann. Also original jeder. Solche hat Leute müssen mehr Ahnung vom Fußball als der Bundestrainer. Solche Spacken sollten sie mal eine Trainingsstunde machen lassen. Ich glaube, eine zweite würden die sich nicht wieder wünschen. Wahrscheinlich nicht. So ähnlich habe ich ja mal, glaube ich, mal erzählt. Firma Lamberts kennt's ja auch mit Keksen und so, ne? Ah. Genau, dann hatten sie dort, das wurde auch vom Fernsehen verfolgt, also dann hatten sie einen Mitarbeiter vor Ort, einen Türke, der arbeitete am Band und der sagte dann so, naja, Chef, ganzen Tag mit Mercedes rumfahren und nichts arbeiten und so, ne? Ja. Und dann haben sie ihm die Möglichkeit gegeben, da kam der Lamberts dann zu ihm, sagte, pass auf, hast du einen Anzug? Ach ja, habe ich wohl. Ja gut, dann machst du, wirst morgen früh abgeholt um 6 Uhr. Morgen bist du der Chef. Und dann wurde er am nächsten Tag dann auch tatsächlich abgeholt, ne, vom Firmenchef dann, ne? Also eigenen Fahrer logischerweise. Ja, und dann durfte dieser Türke einen Tag Chef spielen. Wenn Telefon geklingelt hat oder so, dann musste er dran. Der Lamberts hat sich nicht gerührt dazu. Und dann musste er zum Beispiel entscheiden, ob er für, ich glaube, 3 Millionen Euro waren das, ob er den Kakao für den Preis kauft oder nicht. Das war dann eine Sache. Na, da muss man natürlich mal gucken, ne, wo liegt der aktuelle Kakaopreis und so. Ja. Ja, und später in der Firma musste er dann auch noch mal 3 Millionen für eine Verpackungsmaschine entscheiden. Ja, das hat wahrscheinlich gar nicht gepasst, ne? Ja, ja, so, sagt der Lampitz auch, mach mal. Ich meine, gut, er war natürlich dabei. Das heißt, wäre das schiefgelaufen, hätte er schon abwinken können oder so, ne? Und dann haben sie den Türken dann gefragt. Er wollte morgen wieder. Nee, sagt er, das kann so viel Verantwortung, wollte er dann doch nicht tragen. Nicht? Also da sieht man aber auch mal, was die wirklich, ja, von wegen, die fahren nur durch die Gegend, ne? Ja. Aber ich habe mir das derart schon gedacht, wie du angefangen hast zu erzählen, dass das so in ungefähr rausläuft. Mit der Ich auch. Verantwortung dann, nö, das ist mir dann doch zu viel Verantwortung Ja. und so. Ich meine, wenn du so eine große Firma hast, du hast für deine Mitarbeiter Verantwortung. Es Ja, ist natürlich. nun mal so, ne? Ja, nicht nur für die Mitarbeiter, sondern du musst ja den gesamten Laden am Laufen halten. Ne, weil Das die kommt. Mitarbeiter wollen ja am Monatsende dann auch entsprechend ihrer Leistung Geld sehen, ne? Richtig, genau. Aber diesmal fahren wir an der anderen Seite an zu gießen. Ja, ich habe jetzt auf der anderen Seite angefangen. Ich weiß ja gar nicht, wo du bist. Ja, da hinten kannst du ja gar nicht. Beim letzten Mal sind wir bei dem Feld angefangen und haben mit diesem hier aufgehört. Diesmal geht's andersrum. Ach, diesmal geht's andersrum. Ich habe noch gar nicht geschaut.
Oh, ich habe aus Versehen Beton in den Aufzugsschacht gekippt. Hehe. Mach, leck. Der hält es aus. Ach ja, so ist das. Aber die Platten hatten wir schnell gelegt, wa? Ja, das war eigentlich ganz okay. Also dafür, dass das jetzt 30 Stück waren? Hätte schlimmer sein können. Ach, wir brauchen einen größeren Betonkübel hier. Ist alles viel zu klein. Ja, wir könnten ja den Betonmischanhänger mal am Kran anhängen und den hochheben und mal riefen lassen. Wenn das ginge, ne? Ja. Ja, bei einigen Baustellen machen sie das ja, ne? Da ziehen sie die ganzen Betonmischer nach oben. Ja, alles andere macht ja wenig Sinn. Also hier einen Kübel zu arbeiten, okay, kann man machen. Aber da geht ja nichts rein in den Kübel. Das ist halt das Problem. Und hier in Game geht's noch, aber wenn man sich das in der Realität vorstellt, dann wird's ja nie fertig. Aber gut, wir werden's überleben. Wir haben ja noch so eine Decke vor uns. Ja, leider. Aber bis jetzt haben wir alles geschafft, also kriegen wir das hin. Ja, es wäre doch ein Witz, wenn wir das Stadion nicht fertig kriegen. Ja, außerdem könnte man langsam mal in die Vorproduktion für den Urlaub dann. Ja, mal gucken, wie viele Folgen wir hier noch reinkriegen, ne? Ja, das werden schon noch ein paar Folgen. Und bezüglich des Parkplatzes drüben, ne, das wird tatsächlich ein Parkplatz. Mit okay. Solar, mit Solardach. Hab ich ja gar nicht so schlecht vermutet, wa? Ja. Kommt ein Solardach. Ja, ja. Wahrscheinlich Ladesäulen und keine Ahnung. Ja, so ein Solardach kann man in Dunkeldeutschland gut gebrauchen. Ich glaube, das wird sogar zur Pflicht, ne? Solardach. Aber die alle zur Pflicht machen sollen, du.
Aber wer das bezahlt kein, wer das bezahlt, darf halt keiner nach. Wenn du Eigenheim hast, aber kein Solar drauf, zahlst du, glaube ich, irgendwie Strafen. Ja, so. Hauptsache, die Regierung ist bald weg, dann haben diese Verbote ein Ende. Diese Verbote und dieses ständige Vorschreiben, wie du zu leben hast. Ich meine, vor allen Dingen, die müssen sich mal überlegen, wo sollen das Geld herkommen für die Scheiße dann? Ja. Ne, auch mal eben, ja, du musst eine Wärmepumpe einbauen. Ja, wer bezahlt die? Der Papst? Kann ich dem die Rechnung dafür schicken oder wie sieht das aus? Ja, schön wär's, ne? Moment. Bereich, ach so. Okay, ich hatte gerade Hoffnung. Dass er die automatisch betoniert. Aber naja, das war wohl nichts. Das dachtest du wohl. Naja, dann die zweite Decke. Und wenn wir das fertig haben, dann können wir wahrscheinlich Kaffeepause machen. Ne, also das ist ganz, ganz besonders schlimm. Also gerade, stell dir mal vor, du hast dir irgendwie ein Eigenheim gekauft. Ja, bist jetzt gerade schuldenfrei, bist jetzt in Rente. Ja, jetzt kommen sie daher mit, du sollst ein Solardach drauf machen. Ja. Wahrscheinlich brauchst du dafür ein neues Dach, ne? Kannst du erst einmal einen neuen Dachstuhl draufhämmern lassen und dann kannst du da Solaranlage drüber zwitschern, ja, und wer zahlt den ganzen Spaß? Ja, die Regierung nicht. Ja, ich sage, es wird Zeit. Die schreiben dir das nur vor, wie du das zu machen. Richtig, aber vielleicht, naja, wenn sie ihren Haushalt jetzt nicht hinbekommen, sind sie ja hoffentlich bald weg. Ja, glaube ich nicht. Also auf die Reihe bekommen werden die den nicht. Zumindest. Normalerweise wäre es ja so, dass der Kanzler die Vertrauensfrage stellen müsste, wenn der Haushalt eben nicht steht, aber wir das kennen ja unseren Vergessmich-Schulz. Naja, aber das wird er dann wohl machen müssen, ne? Wenn sie keinen haben, diese Woche noch. Bis jetzt haben sie noch nichts, beziehungsweise war mal wieder verfassungswidrig. Was die alles machen müssten und was sie dann letztendlich machen, steht auf zwei verschiedenen Papieren. Aber der Herr, unser Superkanzler hat ja schon gesagt, er wird den politischen Kurs so fortfahren und die Vertrauensfrage nicht stellen. Ja, das war mir klar. Ja. Ja, aber es wird sich spätestens im nächsten Jahr rächen, das glaub mal. Vielleicht werden dann auch kommt die. Wer kommt dann an die Macht? Die Schwarzen, die genauso schlimm sind? Vielleicht wird dann auch, ja, ich sag mal so, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, vielleicht wird dann ja auch mal der letzte Vollidiot da draußen wach. Und hört mal einmal mit seiner Hetzerei auf und denkt mal so ein bisschen nach, falls das mit einem. Naja gut, was habe ich heute so gesagt? Mit einem Spinat angetriebenen Gehirn ist das natürlich schwer zu denken. Ja, du musst anders das sehen. Friedrich Merz wettet ja jetzt gegen die Migranten. Ne? Als präsentiert sich quasi als die Lösung dafür, ist doch den seine Partei dafür verantwortlich. Ja, ja, nur dass er die halbe CDU schon mit den Grünen verseucht ist. Ja, aber trotzdem sind ja die quasi mit den offenen Grenzen schuld. Ja, natürlich. Aber das merken ja die Ampeldeppen nicht. Das hat ja mit den Ampeldeppen nichts zu tun, sondern die Wähler merken ja nicht einmal. Ja, ich sag ja, die Mitglieder aus der Ampelsekte, beziehungsweise aus der Altparteiensekte, die kriegen das ja nicht mal mit. Ich greife das nämlich nicht. Wie kann man unter 16 Jahren GroKo diese Zuwanderung, ja, und dann kriegen die wieder 30%. Greife ich nicht. Verstehe ich nicht. So wenig Hirn kann ein einzelner Mensch eigentlich gar nicht in der Birne haben. Nee, im Endeffekt 16 Jahre lang nichts für Deutschland geleistet. Sich jetzt natürlich hinstellen, als der Retter schlechthin dabei sind, die ja erst einmal schuld dran, dass das überhaupt so weit kommen konnte. Und dann werden die auch noch mit 30% belohnt, also. Tja. Kann ich nicht verstehen. Man sollte sich eben nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen angucken. Aber vielleicht hilft das ja, wenn die unter Umständen keine Kohle mehr bekommen. Vielleicht werden die dann mal wach und berichten mal etwas neutraler und nicht nur Hetzerei.
Ja, diese einseitige Berichterstattung finde ich halt absolut. Ich meine, man muss mal ganz klar sagen, die, die da Randale gemacht haben in Essen, das waren keine Rechtsradikalen. Nee, das waren Linke. Und da können auch die Blauen nichts dazu, dass diese Randale stattgefunden hat. Ja, von allem, da kann die AfD halt absolut gar nichts dafür, wenn die da draußen meinen, sie müssen Polizisten angreifen und so weiter und so fort. Ja. Nee. Oder hier ihre Delegierten durch die Stadt hetzen und ja, das war Menschenjagd, kannst du im Endeffekt sagen. Ja, sicher, sicher. Absolut widerlich. Aber das, ja. Wie war dieser eine Spruch, der da auf dem... Die Gefahr geht von rechts aus. Genau, bla, wie war der eine Spruch da auf dem einen Aufkleber? Ein Baum, ein Strick, ein AfD-Genick oder so ähnlich. Ja, also mal, wo sind wir? So. Das, ganz ehrlich, das sind für mich, gut, jetzt in modernerer Form, sagen wir mal so, aber das sind für mich Wörter aus der, damals aus der SS-Zeit und so. Ja. Was sie da mit den Juden getrieben haben, das ist nichts anderes. So, und das kannst du nicht rechtfertigen. Seien wir mal ganz ehrlich, ja. Nee, solche Sprüche kannst du mit nichts rechtfertigen, richtig, weil es ist einfach. Und dann muss man sich mal fragen, wo sitzen denn eigentlich diese sogenannten NAZIS? Nicht bei den Rechten. Nee. Die könnt ihr Mitte links suchen. Aber gut, dafür müsste man nachdenken und sich vielleicht mal das ein oder andere eingestehen. Vor allem dieses, mir gefällt die Partei nicht und jeder, der die Partei gut findet, ist automatisch gleich ein Nazi und so, dann bin ich eben, völliger dann bin Bullshit. Dann bin ich eben einer, das ist doch mir Banane. Ich kann damit leben. Ja, aber es ist nicht richtig. Nee, natürlich nicht. Nee, gehört zum politischen Bild und ganz ehrlich, wenn die Ampelregierung nicht so eine dermaßen grüne Grütze bauen würde, ja, wäre die AfD ja schon längst weg. Natürlich. Schuld sind die selber, dass die so hochkommen. Aber wie gesagt, ich begrüße das durchaus. Nee, aber wenn man nämlich vernünftige Politik machen würde, die der Mehrheit der Bevölkerung zusagt und hilft von allem, ja, dann haben die überhaupt keine Chance. Aber du isst es nun mal. Tja, zwei Paletten Betonbauteile. Das wird doch wieder nichts Gutes, oder? Das kann doch nichts Gutes werden. Nee. Ach ja. Das einzige Gute ist, dass wir jetzt da gleich Feierabend haben. Stimmt. Ey, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir diese Paletten hier wirklich noch hinstellen, bevor Feierabend ist. Ja, doch. Wow. Aufzug, ja. Weißt du was? Wir haben noch eine Minute. In einer Minute ist das Ding da oben. Ja, die zwei Stück auf jeden Fall. Und wenn wir mal ein wenig überziehen, dann haben wir halt die. Ja, ein bisschen ist ja nicht schlimm. Bisschen gehört. So, der zweite auch noch. Ja, und dann, liebe Leute, dann machen wir für heute erstmal Feierabend für diese Folge. Schaut in der nächsten wieder rein, dann geht's weiter. Mit diesem Stadionbau. Und 600 Etagen. Schaut bei Imtoxic rein, lasst ein Däumchen, Abo da, netten Kommentar. Und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen. Weg dich. Und bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Ja, warte, ich muss ja erst noch das Ding abstellen. Dann sag ich tschüss. Jo. Und tschüssen. Pff.